Einen wunderschönen guten Abend, hallo und herzlich willkommen. Wir spielen heute mal wieder eine Runde DCS und wir sind mitten in der persischen Golfkampagne. Ich habe Mission 1 und 2 habe ich aufgenommen und wir sind hier auch schon ein paar Mal geflogen. Jetzt sind wir bei Mission 3 und müssen ein paar Schiffe versenken. Briefing kommt gleich, aber vorher möchte ich euch nicht vorenthalten, mit wem wir heute fliegen. Gut. Ja, weil wenn es keine Luftziele gibt. Na, es gibt schon ein paar Luftziele, aber halt nicht so super viele, dass wir jetzt 8 Luftflugzeuge brauchen. Wir hatten nur 3. Deswegen sagte ich ja gefühlt. Also ich weiß jetzt gerade aus dem Stehgreif nicht, wie viele es sind. Irgendwie 8, 12, irgendwie sowas in dem Dreh. Also es ist schon was zu tun, aber ich weiß jetzt nicht, in welchen Wellen die ankommen. Ja, müssen wir schon was komplett nur Luft machen. Ja. Aber ich wollte euch eigentlich vorstellen, wegen Mitfliegen der Akro. Mahlzeit. Ist Mudo. Moin. Neu mit im Bunde ist der Stream. Guten Abend. Ein alter Hase ist wieder mit dabei. Der Thor. Moin. Der von hinten. Moin. Und auch ganz frisch geschlüpft, der Waffels. Moin. Der ist so. Jetzt zur Luftwaffel. Witzig. Du lachst. Das war eigentlich auch die Intention dahinter eigentlich. Schenkelklopfer. Schenkelklopfer. Ja. Will der JK auch noch mitmachen? Und der Ronne? Hallo, ihr beiden? Ronne kann Ronne ja nicht. Genau, Ronne hatte, glaube ich, auch gesagt. Genau. Ronne muss morgen die Eisenbahn bewegen. Genau. Die wir nicht wegbomben. Wir haben strikt ein Verbot, Eisenbahnen wegzubomben. Och, Menno. Ja, deswegen wird es nie eine Mission geben, in der wir Eisenbahnen wegspringen. Da würde sich aber 30 mm von der A10 schon anbieten. Oh ja. Ein Überflug, danke für den einfach Prime-Abo. Mal durchdrücken. Vielen herzlichen Dank. Kleinholz fabrizieren. So, mal kurz das Briefing für heute. Darf ich noch gar nicht sehen. Haha. So, ja, persische Golfkampagne, wir haben es schon häufiger gemacht. Die Situation lautet, da kann man mal sehen, wann ich die Mission gedacht habe, wann wir sie spielen. Am 5.5.2020 hat der Iran die Tunb-Inseln und Abu Musa als ihr Hoheitsgebiet erklärt und somit beanspruchen sie die Straße von Hormus und den gesamten persischen Golf als ihr Territorium. Des Weiteren haben sie aktuell alle diplomatischen Beziehungen mit NATO-Staaten abgebrochen. Sie begründen dies durch die mangelnde Aufklärung des Attentats auf Qasem Soleimani der US-Streitkräfte. Alle Schiffe, die die Straße von Hormus passieren, werden von der iranischen Marine geentert und festgehalten, insbesondere Öltanker. Die Besatzungen werden dann evakuiert und dann für eine Befragung ins Landesinnere gebracht. Was mit ihnen geschieht, ist aktuell noch unklar. Die UN hat eine Resolution beschlossen und grünes Licht für die Operation Stich gegeben. So, jetzt muss ich einmal kurz die Pause rausmachen, sonst kackt der Supercarrier ab. Jetzt kann ich sie wieder reinmachen und jetzt dürfen wir unsere Flugzeuge auswählen. Und dann gibt's den Rest des Briefings. Ich habe da noch mal eine kurze Zwischenfrage. Guck dich aus. Möchtest du lieber Hubschrauber fliegen? Ja. Was mache ich dann? Spec-Ops-Truppen auf eine Insel bringen. Ach so, das wäre auch noch eine Option. Oh, okay. Nee, Frage. Funkfrequenz von der Rigen in der Mission hier auch angepasst? Ich hoffe. Ich weiß es nicht. Ich bin ja kein Wiggen-Pilot. Ich habe bestimmt irgendein Funkgerät auf 251 gestellt. Ich weiß noch nicht, ob es das richtige ist. Dann werde ich das gleich rausfinden und wenn das nicht das richtige ist, ja. Kommt zu der F18. Dann machst du halt auch Luftluft. Dann mache ich auch Luftluft und gehe halt tanken. Genau, irgendwie sowas. Wir finden schon Plätzchen. Wie der von hinten mir Flight Lead so klammheimlich in die Tasche drückt. Juti. So, dann kommt jetzt das restliche Briefing. Guten Tag, wir haben Bandar Ijazd erfolgreich genommen. Dadurch haben wir den ersten Schritt getan, um sicher Bodentruppen an Land zu bringen und nach Norden zu marschieren.
Jetzt wird es Zeit, die Tür zur Straße von Hormus aufzutreten. Der Iran hat 2 Flottillen in die Straße geschickt, um diese zu sichern. Unsere Flotte hat sich versammelt, um sich ihnen entgegenzustellen. Wir werden der Navy aber ein wenig die Arbeit erleichtern. Die Satellitenaufklärung zeigt, dass die Flottillen aus je 4 Schiffen bestehen. Die erste Gruppe, Objective Alpha, besteht nur aus kleineren Schiffen, mit der unsere Flotte schnell fertig werden sollte. Die zweite Gruppe, Objective Bravo, besteht aus schweren Fregatten und Zerstörern mit Marschflugkörpern. Da überrascht es wohl niemanden, dass Objective Bravo das Primärziel der Mission ist. Hier sind die Aufträge. Antischiff. Hornets und Wiggins werden mit Antischiffraketen bestückt. Es wird erwartet, dass das Primärziel bei Wegpunkt 3 für die Hornets bzw. Wegpunkt 4 für die Wiggins anzutreffen ist. Alle anderen Piloten werden zur CAP-Unterstützung bereitstehen, da anzunehmen ist, dass der Iran einen Gegenschlag vorbereitet. Und dann die üblichen Funkfrequenzen und alles, was dazugehört. Hat dazu irgendjemand irgendwelche Fragen? Das ist super. Dann viel Spaß, guten Flug. Wir hören uns dann im Funk. Jo. Zodele. Wollen wir noch mal gucken? Request rearming. Copy. Wie viele fliegen heute mit? Sekunde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es sind heute 7 Mann. Bei beschissenem Wetter mitten im Persischen Golf. Komm schon, spring an, Kiste. Rearming complete. Roll left, roll left. Flight controls. Flight controls. Wir sind heute gut bestückt, was unsere Staffel angeht. Und wenn ich nicht connected? Sekunde. Aber 1251, komm's check. Super, das hört man gerne. Ja, ruf uns auf Arabe 3-4 ein anderes Rufzeichen aus. Jo, gib einen an. Gleich. So. Den brauche ich.
Falke 1 und 2 sind. Die muss man hier auseinander, durcheinander bekommen. Ja, so verstanden. Namen Chaos weiter. Also geht doch. So, was bei intern rechter Fokus 456 geht. 225? 456. Also. Farbe, bleiben wir dann auf 305? Alles klar. Chief, remove the wheel chocks. Copy. Wheel chocks are now removed. So mag ich das. Farbe 1, ready to taxi. Würde ich sagen, wir warten auf die Cap, Jungs. Oha, Top Gun läuft. Also ungefähr. Ich fliege eine F-18 Hornet, weil wir eine Anti-Schiffsmission haben und das die Tomcat leider nicht kann. Und da viele von den Jungs sagten, ich kann das nicht mehr. Und ich das letztens noch geübt habe. Kann ich gewährleisten, dass es auch trifft, aber sollte passen. So verstanden. Rabe Flight wartet, bis ihr eingehakt seid und dann krallen wir uns 1 und 2. Ach, Top Gun läuft im Fernsehen. Ja, da muss ich Stream abbrechen. Muss Top Gun gucken. Ihr müsst mir noch sagen, ob es vom Sound her passt. Mach den Funk mal etwas lauter. Das auch so seine Richtigkeit hat. Ja, bis demnächst. Gute Nacht. Hau rein, JK. Muss ich noch was? Radar ist an. Die Dinger brauche ich nicht. Aber zu, hast noch deine Radkeile dran. Bei mir hat er gesagt, die sind weg. Okay. Also ich sehe sie noch. Weiß nicht, sind bei mir meine weg? Ja, die sehe ich nicht. Katapult 1 und 2, die wollen uns hier anscheinend nicht. Keine Ahnung warum. Alles klar, so verstanden. Negativ? Gut so, dann scheint es noch ein Bug zu sein. Ja, glaube ich auch. Smudo, Frage, rollt ihr schon? Ja, wir rollen schon.
stehe ja gerade vor euch, also. Okay, Mann, ich sehe euch nicht. Overlord, 1-1, Bra, 3-1-1, 4-350, Ich stehe direkt an dem Tank, oder nicht? Ich sehe es auch nicht mehr. Ja, ich versuche okay. mal anzufahren, aber der hat auch nicht so Bock auf mich. Du bist jetzt beide nicht, oder was? Ich sehe euch nicht taxien und auch nicht von hinten ins Radkeile verschwinden. Also bei mir ist der Träger noch leer quasi, also ihr steht bei mir noch hinten. Ja, ne, die waren schon auf 3 und 4, ich stehe direkt vor euch. Bockus an 2, aber die wollen auch nicht hier. Die Jungs, die wollen, Gut, DCS mal wieder DCS Dinge. Freigabe hier und so. Ja, DCS tut wieder Dinge, wie immer. Ich guck mal, wo die A10s stehen, ob die noch stehen oder ob die fahren. Also Akku sehe ich, also er sagt aber ja, ich lecke auf die Sau. Ich sehe es bei ihm, das ist nicht so schlimm. Ja, du bist eben gerade ein ganz schönes Stück hin und her gehüpft. Ah, jetzt steht einer bei mir auf dem Katapult. Glaube, ich hatte gerade Mega-Leck. Ist das später als nie? Naja, die Typen wollen ja noch nicht. Ne, das ist so. Hatte der auch einen Launch angefordert? Probiert habe ich's. Mehrmals. Vorsichtshalber nochmal neu starten? Müssen wir ja. So starte ich nicht. Bleib ja nichts anderes übrig. Dodge 1-1, Overlord 1-1, Pop-up Group 322. Hat noch irgendjemand Mega-Leck oder bin nur ich das? Weil alternativ würde ich einmal neu starten, weil. Ich habe auch zwischendurch mal ein paar Lecks und wie gesagt, wir kommen nicht vom Katapult weg. Ist irgendwer denn schon airborne? Glaube ich nicht. Negativ. Hat sich irgendjemand schon, also abgesehen von Akro und Smudo, von der Startposition wegbewegt? Nein. Also die zwei A10 stehen auch noch auf Startposition. Wir sind noch gerade an der letzten Einstellung gewesen. Und mal eben, ich taxi mal zu dem kleinen Katapult. Schauen wir mal. Mach das mal. Ich sehe deinen Reifen bewegen, aber mehr auch nicht. Spannend. Mann, da kaputt. Vor allem, ich bin der Host. Ja, das ist das Schlimme daran, ne? Ja. Aber das sollte so bei dir am besten funktionieren. Merkwürdig. Ich habe bei dir auch immer noch meine Flügel oben, wo die bei mir schon oben sind. Ja. Ja, die haben auch keinen Bock mehr. Muss auch neu starten. Ja, dann starten wir einmal neu. Die NPCs machen ihren Job, das ist schon mal interessant. Aber ja, nicht. Einfach vom Server nochmal runtergehen? Ihr könnt einfach kurz, glaube ich, warten. Ja, wir werden gleich so neu starten. Ja. Ja, werden gerade disconnected. So. Dann probieren wir es einfach nochmal neu. Das mit der Wegen hat übrigens nicht funktioniert. Wolltest du nicht angehen? Du müsstest, doch, aber du müsstest einmal die Funkfrequenz so wie in der letzten Mission einstellen. Okay, warte. Nee, ist jetzt egal. Man muss jetzt nicht mal, ich flieg Hornet. Ach so. Ist egal. Ich meine, wenn wir sowieso gerade neu starten, hätte ich es jetzt auch schnell machen können. Hey, jetzt nicht. Der Weltuntergang gewesen. Ja gut, dann... Jetzt entscheide dich. Ja, mach halt. Gut. Wenn das schnell geht. Ja. Muss halt einmal in die letzte Mission reingucken. Ich weiß nämlich jetzt auch nicht mehr aus dem Kopf, welche Frequenz das war. Ich glaube, das war Special irgendwas. Nee. Es muss irgendwie H oder E oder sowas sein. Es ist Trommelwirbel... Da habe ich es auf Special 1. Warte mal, haben wir das auf dem Trainingsserver oder bei der letzten Mission, die wir geflogen sind? Die letzte Mission. Halt vorne.
Da habe ich es überall in Special 1 drin. Guck mal kurz auf der Trainingsliste. Wir waren Falke dann, ne? Wo du hast gesagt. Genau. Ja, ich muss mir das mal aufschreiben heute. Ich habe schon 3 Bier in der mir heute. das war ja. Ja, ich war kurz, das war ja vorhin. Ich entführe mal ganz kurz für 2 Minuten Waffe. Ja, ja, mach das. Hilfe! Weil wir gehen auf die 256. 225? Ja, genau. 256, alles klar. Schön um. 25, komm schon. Entschuldigung. Bist du betroffen oder was? Ich hatte recht. War halt schon ein Bier zu viel. Ah, herrlich. Und moin, Flo. Und was macht dein Video? Das auch noch. Du warst auf dem Geburtstag? Ja, ein Kollege von mir hat Geburtstag. Lockdown. Ja. Was ist da los? Das würde ich im Internet nicht laut sagen. Ja. Mhm. Wir waren zu zweit. Mhm. Würde ich jetzt auch schnell behaupten. Waren wir auch wirklich. Alkohol und Fliegen, das kann was werden, ja. Mhm. Ja, unter 2 Promille fliege ich nicht, hallo. Nee, ich hab das. Ich hab's irgendwo in Special 1, aber. Da sagst du ja, da gehört's nicht hin. Bin verwirrt. Das hab ich doch gespeichert. Mach mal Norm. Oder war das Norm? Ich weiß es nicht mehr. Kannst du auch in alle eintragen, dann sind wir auf der sicheren Seite. Hm. Bis ich mir dein Tutorial angeguckt hab. Ich klau dich auch einfach mal von Almin hat runter. Pack dich nach Ras Al-Kaiman, dann bist du da nicht so alleine. So, Funkfrequenz. Norm, sagst du? Ich habe hier H, Larm und Guard. Ist das das? Ja, das geht auch. Wo 5-1, hast du. Gut, dann sollte das eigentlich gehen. Speichern. Bin ich ja jetzt mal gespannt. So. Vielleicht hat die Pause an und Pause aus ist bei mir zerschossen. Der Server ist noch nicht. Nein. Taucht erst gleich wieder auf. Alles mit der Ruhe. DCS tut DCS Dinge. So, Server steht. So, dann machen wir mal Refresh. Gucken mal. Sagt an alle Carrier-Flugzeuge. Sofort drauf joinen. Genau. Sofort. Ja, bereit. Brauchst du kein zweites Mal Pause drücken, ne? Dann gehen wir einfach. Nee, so genau. Dann. Briefing muss ich jetzt ja nicht nochmal vorlesen. Ist ja dasselbe in Green. By Train. See. Kann ich aus dem Menü raus die Pause schon rausnehmen? Nee, ne? Was? Ob ich aus dem Menü raus die Pause rausnehmen kann? Normal schon, ja. Mach ich das doch. Sind alle da? Nee, noch nicht. Ich suche gerade den Server. Wie aktuell sieht das gerade? Es lädt. Das braucht. Wer sind nicht mit SSDs? Oder ich bin nicht mit SSD. Ja, ich auch nicht. Das kenne ich. Das kenne ich. Es geht alle ein bisschen länger. So ging es mir früher auch. Ich habe eine SSD, aber die ist leider schon voll. Alles runterschmeißen im Wohle von DC. 7 Leute sehe ich. Gut, dann nehme ich mal hier auf Pause raus. Das ist laut, das funktioniert. Dann sehen wir uns gleich auf dem Schiff. Wir hören uns gut.
Request rearming. Copy. Komm. Rearming complete. Ah. Roll left, roll left. Flight controls. Flight controls. Ist ja gut, Betty, ich bin ja da. Aber 1251, komm, schick. Arabe 2, laut und klar. Arabe 4, laut und klar. Ja, eigentlich Falke 2 heißt, aber schon ein paar Bier-Intos hat. Ja, Falke 4, tschüss. Genau, Falke 2, du bist Falke 2. Urteil 1, Falke 2, Gott, ey. Aber eins laut und klar. So, Kiste ist soweit an. Und mal den Rest anschmeißen. Na, Per Conti. Ich sehe schon gut, dass ich nicht dabei bin. Tor fliegt ne Wiggen. Also so ist es nicht. Ja, mal schauen, die Mission, wie die Wiggen da brauchbar ist, weil sie gegen die JF-17 auch gegen Seeziele. Ja, nun, wie gesagt, mehr als dir Bescheid sagen kann ich auch nicht, Per Conti. Na, also. Schieb's nicht auf mich. Dann beweg deinen Arsch halt in die Gruppe, spring schnell rein, und kannst noch mitfliegen. Vielleicht auch mal die Geschwadergruppe beobachten, Per Conti. Immer diese Ausreden. Enfield, airborne. Ja, aber wenn es heißt, 20 Uhr ist fliegen, dann könnte man sich ja vielleicht auch trotzdem schon mal bereithalten, ne? Waren ja nur. Aber gut, ich hab's verstanden. Ich lasse es in Zukunft. So. Zwei ready to taxi. Aber eins ready to taxi. Now random. Alles klar. Ich sehe euch taxien. Yes. Sehr gut. Hallo Synaptik.
Wir warten dann, bis ihr auf dem Katapult steht und muckeln uns dann zu 3 und 4. Alles gut, du hast keinen Tank drunter. Okay, danke. Wundert mich. Also wenn du das bist, 0 zu schon. Oder auf Katapult 1. Jo. Okay. Ein Flügelchen, da passt. So, dann wollen wir mal. Warten wir einfach, bis sie weg sind. Ja, ja. Was? Der da? Nö. Der kommt später. Best Launch. So, dann wollen wir mal. Mhm. Total. Dodge Gwen 1, Overlord Gwen 1, Bra 311 for 350 at 23,000 hot. Aber eins ready for takeoff. Zwei ready. Aber eins takeoff. Über links Richtung Wegpunkt 1 ein.
Was ist das Ziel der Mission? Wir sollen eine Flotte versenken. Dann gehen wir mal so auf muckelige 25.000 Fuß rauf. Also wir gucken eins. Von seinem eigenen Wingman überholt. Ja, warum bist du denn so langsam, ey? Ja, ich bin es halt gewohnt, dass Leistung kommt, wenn ich 100% Schub mache. Haben wir nicht dasselbe Flugzeug? Ja. Aber bei Tomcat brauche ich da noch keinen Nachhinein. So, ich brauche Surfit. Muss an. Jetzt besser? Ja, sehr angenehm. Hast du auch eine Eiswarnung? Ja, habe ich. Das kann Auto, das kann. Ein ganz kleines bisschen. Ändere ich aber gerade. So, nun passt es. So, wie weit haben wir es denn noch? Es ist so verstanden hier, Rabe Flight sind auch auf 25.000, sind immer noch Richtung Wegpunkt 1 bei 0,62 Mach.
Dodge Gwen 1, Overlord Gwen 1, Bra 333, Fork 140, at 9000, hot. Gib mal ein bisschen mehr Schub. Hast du Luftbodenradar an? Noch nicht. Okay. Ich wollte mich auch gerade fragen, ob du drei Kontakte auf dem Radar hast. Sollten aber noch nicht unsere Ziele sein, die sollten ja bei Wegpunkt 3 auftauchen. Korrekt. Wegpunkt 1 erreicht, dreh ein auf Wegpunkt 2. Deswegen ist mein Maß. Ja, ähnlich an die Anti-Schiffsraben. Hören. Auf welcher Funkfrequenz seid ihr intern? 305. Ja, verstanden. Falls das für dich nicht geht, können wir auch wechseln. Ich auf 305, komm, check. Laut und klar. Wir haben noch 37,5 Meilen bis unserem Wegpunkt 2. Ich habe 10 Kilometer bis meinem Wegpunkt 2. Alles klar. Bei dir müsste bei Wegpunkt 4 die Flottille sein, wenn ich das richtig habe. Verstanden. Dodge Gwen 1, Overlord Gwen 1, Bra 350 for 100 at 18,000 hot. Oh, ist mal etwas gemütlicher hier drin. So verstanden, gute Jagd. Rabe 2, hier Rabe 1. Ich habe mal meine Harpoons ready gemacht. 24 Meilen kann ich sein. Oh, falscher Block. Ja, ich noch nicht. Mach ich bei Wegpunkt 2.
Alles klar. Wenn ich zu schnell jucke, sagst du Bescheid, ne? In 4 befinden sich keine Schiffe. Ich sehe sie aber auf meinem Radar. Alles klar. Noch eine Minute bis Wegpunkt 2. Was ich nicht höre, kann mich nicht angreifen. Spike Mick. Weg. Ich drehe ein auf Wegpunkt 3 in 5, 4, 3, 1. Enfield, in from the south. Engaging ship at bullseye 0, 9, 3, 4, 45. Ich habe meine Bewaffnung abgeschossen im Notmodus, da ich doch schon näher an den Schiffen dran war, wie gedacht. Ja, so verstanden. Hoffe ich, dass das die richtigen waren. Dodge 1-1, Overlord 1-1, Bra 028-450 at 3500, cold. Ist das unsere Flottille? Welches Bearing hast du deinen Hams mitgegeben? Harpoons? Ich habe meinen Harpoons gegeben von 350 bis 0. 2 auf Medium Fly, 2 auf Low und alle auf Skip, auf Pop-Up. Und sie fangen an zu suchen ab 45 Meilen. Dodge 1-1, Overlord 1-1, pop-up group 028-440 at 500, flanking. Wo sind denn die Nasen? Da sind sie. Ich sehe Rauch in der Bucht auf 1 Uhr tief. Ungefähr 30 Meilen. Aber das müsste ja eigentlich die Alpha sein und nicht Bravo.
Bin auch schon ziemlich im Arsch. Oder? Ich habe auf unserer 1 Uhr tief befreundete Flugzeuge 30 Meilen voraus. Weg. Spike unknown, 12 Uhr. Ich stelle meine auf Entfernung 40 Meilen, dass sie da anfangen sollen zu suchen, weil wir nur noch 47 zum Wegpunkt haben. 43. Ich würde meine, ich würde meine jetzt rausjagen. Dann schicke ich meine mal los. Was ist denn das? Bruiser, glaube ich. Rabe 1. Bruiser times 4. Lassen wir uns einfach mal auf die Luftaufklärung. Auf dem Seeradar habe ich auf ungefähr 40 Meilen 12 Uhr was. Das könnte passen. Ja, gucken. Rabe 2, Bruiser 4 times. Negativ, falsches Ziel. Die sind auf meiner 2 Uhr. Die müsste schon vorbei sein. Bestanden. Ich habe aber wieder was, was auf 12 Uhr versucht, mich aufzuschalten. Naja, sind auch Schiffe. Nicht, dass es hier die andere Gruppe ist, die Alpha-Gruppe. Zur Rechten. Ja, verstanden. Howard Flight Crew, half takeoff. Dreh mal hart über rechts ab. Ja, hinter dir. Geht dann direkt ab und geht zurück oder sieht's aus? Rabe 1 hat jetzt abgedreht, Rabe 2 verifiziert gerade noch die Ziele. So verstanden. Ja, das in der Bucht hier, das muss die kleine Gruppe sein, die uns anstrahlt, das müssen unsere Ziele sein. So verstanden, dann hoffe ich, dass meine Harpoons ihre Ziele finden, weil die müssten in die Richtung gehen. Ja, meine ebenfalls. Dann drehen wir mal Richtung Wegpunkt 4. Und dann hoffen wir das Beste. Ja, hier Elch im Landeanflug auf Ras Al-Khaima. Die Hauergruppe ist gerade erfolgreich gestartet. Ende. Ja, so verstanden. Habe ich Frage, welche Flughöhe habt ihr? Aktuelle Höhe 31.000 bis 32.000 Fuß. Danke.
Und wir haben auf Wegpunkt 4 eingedreht. Aber vielleicht Frage, wird noch irgendjemand von den Schiffen angestrahlt? Ja, durchgehend. Ja, durchgehend. Weg, danke. Das hast du richtig erkannt. Lassen wir es. Geben wir nicht auf, bevor sie getroffen werden. Das stimmt. Oder die haben es auf unsere Harpoons abgesehen. Ja, genau, das meine ich ja. Die werden eventuell das nicht schon abgeschossen haben. Oder ich vermisse die guten alten Tomcat-Zeiten. Ja, dann müsst ihr halt auch mal wieder mitfliegen. Dann haben wir auch mehr Leute, die... Ne, wenn du und Perconti mitgeflogen hätten, dann hätte ich jetzt in der Tomcat sitzen können. Weil dann hättet ihr an die Schiffe machen können. 32 hoch, oder? Welche Höhe nimmst du? Ja, ich bin bei 31,5. Ich weiß auch nicht, wie ich da auf einmal gelandet bin, aber ich fühle mich hier ganz wohl. Okay, dann komme ich zu dir runter. Ich bin auf deiner 5 Uhr 0,1 Meilen. Ah, ich sehe dich. Alles klar, danke. Na, dich in der Tomcat, das war... Ja, ich würde auch lieber häufiger Tomcat fliegen, aber die Mission gibt's halt gerade nicht her. Ja, wir brauchen halt Antischiffsflugzeuge. Smudo kann es nicht, Akro kann es nicht. Die einzigen, die es können, war Thor in der Wiggen, die ich nicht beherrsche. Und halt von hinten und ich in der Hornet. Deswegen weniger Trollen, mehr mitfliegen. Frage, meinst du, die wurden abgeschossen oder dass sie getroffen haben? Aber wie das Ding gestrahlt wird, habe ich keine guten Erwartungen. Ja, befürchte ich auch so ein bisschen. Elch für Rabe? Elch hört. Vermutungen, haben deine Raketen getroffen oder nicht? Sollten getroffen haben. So verstanden. Allerdings hat gerade bei der Landung mein Thrust Reverse versagt. Jetzt stehe ich hier abseits der Piste. Ich brauche einen neuen Flieger. Bis gleich. Alles klar, so verstanden. Bis gleich. Da die Strecke jetzt ja nicht so elendig weit ist, was hältst du von neu aufmunitionieren und denen nochmal einen Gruß schicken? Das schadet nicht. Oder haben wir hier noch irgendwo einen Flughafen? Wir müssten auf, was ist denn das, 11 Uhr müssten wir Bandar Yask haben, falls sie den schon aufmunitioniert haben. Ja, stimmt, sollten wir mal vorbeifliegen. Jo, ich sag Falke noch eben Bescheid. Falke für Rabe kommen. Abkommen. Da wir uns nicht sicher sind, dass unsere Raketen angekommen sind, weil so wie die gestrahlt haben, befürchten wir Schlimmes, würden wir nochmal aufmunitionieren und noch einen Anflug ausprobieren. Wir würden bei Bandar Yask auch munitionieren. Aber vielleicht Ende. So, na dann wollen wir mal. Der ist auf 070 tief. Na dann drehe ich mal ein. Oh, an die Schiff wüsste ich jetzt auch gerade aber auch gar nicht mehr, wie das ging. Das glaube ich. So, ich fliege 065, fliege einmal am Flughafen vorbei, lass mich jetzt schon fallen und dann mache ich eine Schleife und lande. Verstanden.
An die Schiff ist doch einfach. Du bindest dir ein Stirnband um, schreist Tora, Tora, Tora und fliegst auf das Schiff zu. Bumm, Ende der Quest. Also die persische Golfkampagne war ja nach wie vor für sehr viele Flugzeuge ausgedacht. Also damals für unser ganzes Geschwader, als wir noch so 12 Mann waren. Und ja, jetzt sind wir deutlich weniger. Haben wir gehört? Also irgendwie abgedreht? Ja, wir haben abgedreht. Wir fliegen jetzt Richtung Bandar Yask und munitionieren da einmal neu auf. Ah, alles klar. Bandar Yask, das hab ich nicht verstanden. Achso. Alles klar. Drehen wir mit ein. Müssen wir uns am Zipfel sein, ne? Richtig, ganz genau. Der Flughafen, der vor kurzem von den Bodentruppen eingenommen wurde. Ach, du hast die Löcher gestopft, die leichten von allerdings gezogen wurden. Und die Löcher gestopft. Ja. Wir hoffen's. Aber ja, ich persönlich würde auch viel lieber häufiger Tomcat fliegen. Da bin ich ganz ehrlich. Aber ich komme halt. Ralf, fliegt ihr so direkt an? Oder geht direkt rein oder dreht ihr noch einmal? Ich drehe einmal um. Also ich mache noch so eine Schleife. Okay, dann. Glücklich. Ja, nicht, dass wir nachher hinten stauen müssen. Ist ja von der anderen Seite etwas angenehmer, weil er ja die Rampe wegführt. Ja, deswegen hätten wir uns gewartet, bis ihr der Backtrack gewesen seid, aber. Altitude. Das ja so nicht. Altitude. Der Akku hat nämlich schon gesoffen. Hallo? Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Ja, ja. Euch auch lieb. Bisschen aufs Nüsschen oder so ähnlich. Genau. Aber die Pios scheinen ihren Job gemacht zu haben. Runway sieht okay aus. Einmal mit dem Bulldozer, ne? Ich fliege ein bisschen größeren Bogen und komme dann direkt hinterher. Alles klar, so verstanden. Zur Info für alle, die auf Bandar Yask landen wollen, wir haben so ein bisschen die Seitenwind. So an. Sag ich doch, stell dich nicht so an. Haken brauche ich ja nicht. Bisschen holprige Landung, aber Rabba 1 hat schon.
trifft ein ganz, ganz gutes Biest. Ich nicht wundern, wenn ich mir das Fahrwerk ein bisschen angedutscht hab. Schauen wir gleich mal. Ein bisschen Seitenwind ist gut, ey. Ja, es biest sich, ne? Für unseren blauen Falken, ein bisschen ist ein bisschen eine Untertreibung. Was den Seitenwind angeht. Herzlichen Dank auch. Habe zu Touchdown. Bisschen, aber nichts Tragisches. Rollen die Jungs da wieder aus. Request refueling. Request copy. Rearming. Copy. Das hätte mir geholfen, ja. Ich hab's auch beim Quietschen gemerkt, der Reifen. Hätte mir auch jetzt geholfen. Hätte ich nicht für Rasen gemäht, aber gut. Du hast Rasen gemäht? Ja, ja. Da war zu hoch. Hast du gesagt, komm, mach's mal weg. Ah, verstehe. Hallo, dunkle Stahlherz, grüß dich. Ehrlich, für Falke, könnt ihr mich hören? Dann laut und klar. Habe ich. Oh, Falke. Oh, sorry. Gewohnheit. Danke. Von den Falken einer hier? Negativ, wir suchen gerade Flughafen aus. Kacke. Alles klar, okay, dann halte ich mich erstmal zurück. Ja, die Raben tanken auch keinen auf, werfen sich neu und dann wahrscheinlich dann zusammen angreifen, keine Ahnung. Das war der Plan, ja. Einer ist nicht wie die anderen. Refueling complete. Ich bin der Einzige mit einem anderen Skin. Vielen, vielen Dank für dein Abo, dunkles Stahlherz. Ich habe schon wieder keine Benachrichtigung bekommen, dass du streamst. Ich verstehe nicht warum. Ich verstehe nicht warum. Tanken die den externen Fueltank auch neu auf oder muss man den wie bei der Tomcat tauschen? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die es geändert haben, aber. Danke. Also ich glaube, den muss man tauschen. Ich meine, ich hatte letztes Mal das Problem gehabt noch. Hier nochmal ehrlich kurz zur Info für alle, die erste Schiffsgruppe ist noch nicht vollständig zerstört, ich habe da noch was auf dem Radar. Copy, vier Schiffe noch aktiv. Hauer gerade über feindlichem Konvoi. Das war aber mutig. Vom Hauer. Ja, in der Nähe, sagen wir in der Nähe, nicht direkt drüber, in der Nähe.
Aber wenn da keine Luftziele bei dir sind, könnte ich einen Angriff wagen. Also ich habe jetzt noch kein Luftziel gesehen, habe auch noch keins gemeldet bekommen. Hast du Harpoons drunter gekriegt? Ich stelle nämlich einen Mangel an Harpoons fest. Naja, das ist nicht unerheblich. Ja, ich glaube, wir müssen doch zum Träger. Ich versuche mal Slam. Okay. Dann macht Sinn, dass wir mal Gas geben. Aber gut. Hätte mich auch gewundert, wenn die Logistik schon Harpoons hierher geschafft hat, wo wir den Flughafen gerade eingenommen haben. Aber das war doch schon letzte Woche. Nicht nachprüfen. Ich hab ja voll nachgeladen. Zur Info, wir bekommen bei Bandai Yas keine Harpoons. Und auch sonst keine netten Spielsachen, wir müssen tatsächlich nochmal zum Träger. Spannend. Ja, nur ist ein frisch eroberter Flughafen, dass da noch nicht alles an Munition rangekarrt ist, kann ich nachvollziehen. Ja, das ist das. Okay, wir Falken haben noch genug Munition dabei, wir würden dann erstmal gucken, dass wir die Wege unterstützen. Alles klar. Dann startet Rabe zuerst, würde ich sagen, damit wir zügig wieder beim Träger sind. Hier ist nochmal der Elch. Wenn der Luftraum aktuell klar ist, könnt ihr auch ausmunitionieren gehen. Ich werde nicht lange im Einsatzgebiet sein. Sobald ich beim Runway bin und ausgerichtet bin, gebe ich gleich Vollgas. Overlord, oder kommen wir zum Träger. Genau. Dodge 1-3, Overlord 1-1, clean. Die Falke laut Erwex ist halt nichts da. Versprechen können wir nicht mehr. Also, wenn du Steuer machen kannst, dann mach's. Okay, interessanterweise bin ich auf 251 und kann den Erwex lesen, aber nicht hören. Das ist auch neu. Spricht halt kein Schwedisch. Okay, bei uns hast du auch so gemeint, ne? Ja. Kann sich auch Lautstärke liegen. Nur ein Fetch war, das kann sich sein. Vielleicht könnt ihr mich auf dem Laufenden halten und mir Bescheid geben, falls doch was kommt, dann hau ich ab. Ja, machen wir so. Rabe Flight Airborne. Trägergruppe ist bei 145 ungefähr 76 Meilen. Ja, ich hab einen Tag an drauf. Komisch, aber ich so weg. Lass einfach Burner an, dann sind wir schneller da. Ja, schaut nicht. Dodge Quinn 1, Overlord Quinn 1, Bra 335 at 30. So, alle feindlichen MiG 28 abgeschossen. Der Ausbilderplatz bei Top Gun ist gesichert und die hübsche Lehrerin haben wir uns auch geklärt. Kurz gesagt, Film vorbei, bin wieder da. Grüß dich, JK. Und hallo, Dima, grüß dich. Thank you.
Guten Abend, Küken. Können wir doch anzeigen lassen, ob der Sprit reicht. Meilen. Eigentlich wollte ich früh früher sein, ich habe keinen Plan, wo die Zeit geblieben ist, aber ich habe so das Gefühl, jetzt wäre ich kurz mal eingepinnt. Passiert! Ich glaube, gleich bald muss ich mal vom Burner runter. Laut Fuelpage habe ich nur 70 Meilen Reichweite. Wird ein bisschen knapp, ja. Schauen wir mal, was passiert. Eine zweite, müsste der da nicht auch sein? Hier nochmal ehrlich, bestätige Treffer, ein Schiff der ersten Gruppe versenkt. Ende. Hier Hauer, unser Konvoi ist mit dem Feindkonvoi im Biff im Kampf. Das ist, ja, das stimmt. Hier Rabe, dann nicht die Falschen angreifen. Ja, ich sehe den. den Unterschied. Wo ist denn mein Wingman? Den habe ich so ein bisschen zurückgelassen. Da ist er. 7 Meilen direkt hinter mir. Der Sprit reicht bei mir, Dicke. Dicke? Ach, keine Ahnung, also kein Burner, aber auch okay. Ach so. Wir kommen mit euch mit, wir kriegen den, Ja, weil bei mir sagt er, ich komme noch 40 Meilen weit bis 2000 Pfund und 38 habe ich bis zum Ziel. Laut Hakan habe ich noch 36 und du bist auf jeden Fall 5 Meilen fast vor mir. Laut meinem Hakan habe ich auch 36. Wir werden es feststellen, sag ich mal. Wie vom Burner, hallo, wer bin ich denn? Nicht mehr Schallgeschwindigkeit, das muss das Ding Moped abkönnen. Okay, man sollte auch auf das Richtige gucken. Ich habe die ganze Zeit auf den Wegpunkt geguckt. Ich habe noch 19 Meilen. Das passt besser. Klingt besser, ne? Ja, dann passt es vom Sprit her auch halbwegs. Na, ich habe noch 25, dann können Sie in Ruhe landen und dann schubbe ich gleich hinterher. Alles klar, dann gucke ich mal eben nach der Funkfrequenz und dann gehe ich von 305 runter. 1275, danke. Marshall 013, marking mops 325.12, Angels 2, holding hands with 027028, flow state 7.6.
Room. Zwei feindliche Schiffe übrig, zwei vernichtet. Korrektur, ein feindliches Schiff bei Waypoint 1. Hä? Wieso reden die nicht mit mir? Marshall 013. Marking Mops 326 Bingo. 414 Bingo. Angels 2. Holding hands with 027 028. Low state 7.1. Marshall 013. Marking Mops 324 415. Angels 2. Holding hands with 027 028. Low state 6.8. 013. See you at 10. What? Dodge 1-1, Overlord 1-1, Bra 338 for 210 at 30,000, flanking. Marshall 013, marking mops 316 for 2, Angels 2, holding hands with 027, 028, low state 6.3. Hallo Spuk, ICLS wird überbewertet. 257, Mars weather is visibility 10 plus mile. Scattered clouds at above 10,000. Altimeter is 29993. Case 1 recovery expected BRC 314. Report see me at 10. Ähnliches Winchester geht ATP, Rotterkeimer. See you at 10. Will ich sogar aufziehen. Also. BRC 314. Signal is Charlie. 257. Tower 013. Overhead Angels 2. Holding hands with 027, 028. Low state 6.1. 027. See you at 10. Update state switched out. 027. Low state 6.1. 1-1, Overlord 1-1, pop-up group 322 for 200 at 500, dahin. Flanking. Hornet und... Hier Hauer, alle feindlichen Schiffe bei Waypoint 1 vernichtet. Folge verstanden. Möglicherweise kriegt ihr langsam Besuch da. Tower. Ich fliege Richtung Festland und von dort dann aufbauen. Update state switched out. 013, low state 6.0. Barber 1, Touchdown, Deck Green. Gut, dann komme ich mal rein. Wenn seid. Ich bin froh, dass es funktioniert hat. Alle die Kommunikation verkacken. Kommunikation, was nochmal? Ich merke das schon. Farbe 2, Touchdown, Deck Green. Und wieder zu. Folge 2 an alle.
500, flanking. Ettern hatte was, also. Wäre entweder zu tief, würde das Seil nicht erwischen, oder auf das Fahrwerk vergessen. Wow. At 500, flanking. Das war nix. Und ich wollte gerade sagen, jetzt guckt euch mal an, wie man richtig landet. Aber das Pattern ist gut voll, also... Da kommen auch noch zwei. Overlord 1-1, Dodge 1-4, request will be dope. Also das war auch keine gute Landung. Also das muss ich so sagen. Dodge 1-4, Overlord 1-1, Bra 339-460 at 8000, flanking. Ja, also das war eine sehr beschissene Landung. Aber ich bin unten, ich konnte von weglaufen, ich kriege jetzt Sprit und Munition, alles gut. Hey Hund! Rabe 1, geh mal bitte nochmal auf 305. Check, melde mich aus 1275 ab. Rabe 05, kommst check, Rabe 1. Gute Idee. Zu viel versprechen, ne? Finde ich gut. Na, ich wollte nur nicht den anderen, den Pfeifen reinquatschen beim Landeanflug. Ja, macht Sinn. Dann warte ich eben, bis ich vollgetankt bin und dann hänge ich mir auch noch einen TGP drunter. Stimmt. Ich meine, wenn die sauber landen, müssten wir auch gut starten können mit 1 und 2. Denen mehr weh als uns. Hier Hauer, fliege langsam Richtung Waypoint 2 und sondiere ein bisschen die Lage. Gerade vielleicht so verstanden. Aufpassen, feindliche Flugzeuge in der Luft. Copy. Wo ist denn der Falcon Flight? Ah, okay. Rearming complete. Rearming complete, ready to taxi. Was passiert nicht, hat er mir auch gerade gesagt. Ja, dann wollen wir doch mal. Dodge 1-1, Overlord 1-1, Pop-up Group 3-2-2. Willst du 1 und nicht 2? Ist, glaube ich, gerade passend. Alles klar. Zwei Taxi. Eins Taxi. Die fahren einfach. Dodge 1-1,
Overlord 1-1. Pop-up group 322-4200 at 500. Flanking. Wieder Richtung Wegpunkt 1 oder fliegen wir direkt auf 3? Wir können direkt Richtung 3 fliegen, denke ich. Wave off? Dodge 1-1, Overlord 1-1, Bra 336, Fort 150 at 18,000, flanking. Dodge 1-1, Overlord 1-1, Bra 336, Fort 150 at 18,000, flanking. Howard hat sich erstmal auf von uns 2 zurück, weil die Flugzeuge schalten die ganze Zeit nicht auf. Two ready. Eins ready. Dann bin ich mal so frei. Dodge 1-1, Overlord 1-1, Bra 315 for 210 at 4000, flanking. Dodge 1-1, Overlord 1-1, Bra 315 for 210 at 4000, flanking. Aber Airborne. Dodge 1-1, Overlord 1-1, pop-up group 323, Fork 190 at 500, flanking. Ach, da ist doch schon. Obwohl, hat ja richtig Bock, das alles doppelt zu erzählen. Ja, glaube ich sofort. Dodge 1-1, Overlord 1-1, pop-up group 323, Fork 190 at 500, flanking. Dodge 1-1, Overlord 1-1, Bra 316, 4210 at 4000. Hallo, Fake Hen Swiss. Spielst du mit VR? Nee, ich spiele mit Track IR. Also mit einem Head Tracker. Wie Dima schon sagt. Haben wir den Haken drin? Dodge 1-1, Overlord 1-1, pop-up group 323, Fork 190 at 500, flanking. Wieder 25, oder welche Höhe? Ja, 25 fand ich ganz angenehm gerade. Na, machen wir das. Ist auch so ein bisschen spritsparend. Dodge 1-1. Bei 135 Meilen ist das vielleicht gar nicht so verkehrt. Rechts überholen ist verboten. Ich bin Engländer. Alles klar. Ach so, das ist so ein Clip, den du an dein Headset machst und damit dann die Kopfbewegungen verfolgt werden. Welchen Joystick hast du? Ich habe den T-Flight Rotas X. Inzwischen heißt der T-Flight Rotas One. Dodge 1-1, Overlord 1-1, Bra 315, Fork 190 at 4000. Kriegen wir bei dem eroberten Flugfeld Munition? Nein. Bomben hatten die auch keine. Nur auftanken. Korrekt. Nein, nur ungelenkte Raketen. Okay, copy. Ihr könnt aber bei Fajaira, also quasi auf der anderen Seite des Teichs, könnt ihr aufmunitionieren. Alles klar.
Dodge Gwen 1, Overlord Gwen 1, Bra 353 for 120 at 23,000 knots. Dodge Gwen 1, Overlord Gwen 1, Bra 353 for 120 at 23,000 knots. Dodge Gwen 1, Overlord Gwen 1, Bra 353 for 120 at 22,000 knots. Hier ist Elch, er ist einer der Falken vor Ort. Ja, Falke 2 ist da. Wie sieht's aus? Aktuell? Schüssen? Ich habe hier 4 Mix in der 20 Meilen Reichweite. Schon noch ein paar Phantoms. Ich hatte richtig Spaß. Okay, also erstmal zurückhalten. Ja, er hat so. Ja, zur Not, begibt sich so ein bisschen über die eigene Flotte, die schießt ja auch ein bisschen zurück, ne? Also. Ja, arbeite ich gerade dran. So 25.000 erreicht, bin bei 25.120 und Kurs 318319. Also wahrscheinlich bin ich auf deiner 5 Uhr. So. Dodge Gwen 1, Overlord Gwen 1, Bra 330 for 160 at 3500 knots. Dodge Gwen 1, Overlord Gwen 1, Bra 329 for 150 at 3500 knots. Die Kiste kann jetzt erstmal hochfahren. Unsere Mission ist, wir sollen Schiffe versenken. Dodge Gwen 1, Overlord. Und der erste Anflug hat nicht funktioniert. Jetzt muss der zweite es richten. Gehen wir ein bisschen von Schub, so ungefähr 3/4, damit Falke ein bisschen aufholen kann. Super, 5-3. Ach so! Oh, ja, ich versteh's. Der hat ein bisschen gedauert. Der hat ein Weilchen gedauert, Random. Muss ich gestehen. Das Motor hat's, glaube ich, ausgekegelt. Das ist schlecht. Ist gerade Internet weg. Falke 2 hier, Rabe 1. Falke 1 hat Internetprobleme. Copy. Habe ich genuschelt? War doch gerade Hauer, der das bestätigt hat, oder? Macht ja nichts. So weiß ich zumindest, dass es irgendwer gehört hat. Ja, das stimmt. Ich weiß sogar nicht, ob Falke 1 überhaupt nur in der Luft ist. Na komm, welche Frequenz war sie noch gleich intern? 305. Danke. Bitte.
Dodge Gwen 1, Overlord Gwen 1, Bra 008450 at 35,000 hot. Zur Info, keine Luftüberwachung mehr da. Mich hat's erwischt. Ja, so verstanden. Dodge Gwen 1, Overlord Gwen 1, Pop-Up Group 351 4290 at 9000 hot. Haben wir 4 auf 2 Uhr auf dem AWA. Jack, ich wechsle erstmal auf R2R. Aber die ist auch schon relativ dicht. Ich übernehme. Dodge Gwen 1, Overlord Gwen 1, Bra 001 450 at 30,000 hot. Ach, ich töre mit ein. Die ist nicht alleine. Copy. Dodge Gwen 1, Overlord Gwen 1, Bra 348 450 at 35,000 hot. Dodge Gwen 1, Overlord Gwen 1, Bra 345 450 at 30,000. Aber 1, Fox 3. Blinking. Ich habe den zweiten Kontakt drauf, kommt aus Norden. Weg. Bravo 1, Splash 1. Aber 2, Fox 3. Overlord, Gwen 1, Bra 317 480 at 5000 hot. Yep, KI. Also noch ein weiterer Kontakt, noch zwei Kontakte. Selbe Richtung. Verstanden. Dodge Gwen 1, Overlord Gwen 1, Pop-Up Group 350 4270 at 9000 hot. Splash 1. Dodge Gwen 1, Overlord Gwen 1, Bra 357 450 at 27000 hot. Ich habe nur noch Sidewinders. Nimm den rechten. Hi, Fox 2 wär's. Fox 2. Aber 2 hasten? Nee, der taucht ab, ich geh hinterher. Ich kann nachsetzen. Flanking.
V1, Fox 2. Komm schon. Dodge 1-1, Overlord 1-1. Oh fuck. Splash. Da hat's mich. Da hat's mich erwischt. Da geht er down. Lassen sollen. Gott. Unser FX hat ein Problem. War ein ernsthaftes. Howard 2 wurde von Feindflugzeug abgeschossen. So. Das kann was werden. Nein. Egal. 1-1, Bra, 326, 490, at 9000, cold. Dodge 1-1, Overlord 1-1, Papa. Was sagt der große Rudi? 326, 440, at 3000, hot. Aber 2 meldet sich zurück, wurde abgeschossen. Aber 1 ebenfalls. Verstanden, Elk ist noch in der Luft. Scheint so, als hätten wir auf Höhe der feindlichen Flotte noch feindliche Bomber. Eine Kiste ankriegen, ja. Juckt seinen Fingern in eine Tomcat zu klettern. Ist der Luftraum ratzfatz wieder sauber. Ich glaube, die haben eins an der Elbex abgeschossen. Request rearming. Copy. Kann vorkommen, wenn man nicht auf ihn aufpasst? Ja. Roll left, roll left. Flight controls. Flight controls. Train und 5 kommt check. Laut und klar. Ja, versuchen wir das nochmal, oder? Klingt nach Plan, würde ich sagen. Ich sehe schon. Kein Problem. Die Flotte muss ja auch irgendwie noch weg. War irgendwie eine F4 und eine MiG-29-Rotte. Ich glaube zwei F4-Rotten und eine MiG-29. Sechs Flieger waren es. Auf jeden Fall war es sehr unangenehm. Ich nehme nochmal eine zweite MRAM mit, für den Fall der Fälle. Ja, schadet nicht. Ich bleib mal beim Targeting. Komm.
Zack. Bit Failures bekommst du auf der Arbeit. Glaube ich. So, bisschen verkackt gerade. Achso. Sollte dich auch anmachen, dann funktioniert das auch. Ehrlich hat zwei weitere Schiffe zerstört, bin Winchester, RTB, Rassalkeimer. Ende. Einen Schuh draus. Ich hab mal das Chaos genutzt, was ihr beiden da gemacht habt, und hab noch meine Anti-Schiffsraketen rausgejagt. Ja, klingt vernünftig, ne? Chaos war es auf jeden Fall, ja. Leider hatte die ziemlich weit, ich glaube östlich war es rausgezogen. Da habe ich eine Chance gesehen und genutzt. Erfolgreich verwandelt, würde ich das nennen. Ihr habt noch überlegt, ob ich euch helfen soll, aber ich habe halt nur Sidewinder. Das macht wenig Sinn. Und keine Flares. Das macht noch weniger Sinn. Stimmt. Da ist noch Radteile dran. Focke 2, Fox 3. Chief, remove the wheel. Sobald die wechseln, bin ich auch ready. Copy. Wheel chocks are now removed. Eins ready. Glaubst, ich habe noch was vergessen. Hol ich mir mal den Rest. Nö, nee, sieht gut aus. Bitte? Das Ding? Schon längst getan. Ist gut. Und auf Reset habe ich auch schon gedrückt. Passt alles. Ready for Takeoff? Ja, nach dir. Hatte ich vergessen. Startet aber auch ohne. Habe vielleicht Airborne.
Come on. Nein. Das ist ein Schiff, ganz schön wiesig. Bisschen Sprit verbrannt, aber was soll's. Wer ist denn der beste Lehrer für die F-18? Schwierig zu sagen. Hast du Sicht drauf? Laut Marker sind es noch 120 Meilen bis Wegpunkt 3. So, guten Tag, der Elch ist hier. Was treiben denn meine Schiffszerstörer-Kollegen gerade? Wir sind gestartet, sind auf dem Weg zu Wegpunkt 3. Wir werden von einem Schiff angestrahlt. Also das Übliche. Das Problem ist, auf dem Luftbodenradar vermischt sich das so langsam, was Freund und was Feind ist, habe ich so das Gefühl. Durchaus möglich, dass sie sich gerade Langstrecken gegenseitig die Birne wegballern wollen. Ja, das sieht auch so aus von dir. Ich fliege gerade über unsere Ferse drüber. Jetzt haust du aber ich hab nicht genießt, ich hab mein Trinken aufgenommen. Ja, muss ich? Immer so
der Wiggen sagt, zwei feindliche Schiffe, der Rest, der große Pull gehört uns. Check. Ich hab dich mal bewusst überholen lassen. Danke. Ich korrigiere drei feindliche Schiffe. Nehmen wir unser Pull gerade nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, aber ich hatte die wieder erwischt. Ich weiß nicht mehr was. Und da ist unser Pull. Gute Nacht, Dima, schlaf gut. Gute Nacht, Jake. Und hallo, Suri. Ist die Küste? Hoppala. Das auf 11 sind unsere, richtig? Dann habe ich sie. Würde ich sagen, ja. Thank you.
glaube, dann habe ich sie mit dem Radar. Ich setze vorsichtshalber nochmal welche nach. Aber 1 Bruiser times 4. Ach schade, die gehen doch daneben. Naja, schauen wir mal. Die sind Richtung 310 von meiner aktuellen Position. Meine leider 327, weil ich da auf dem Radar was hab. Muss ich tatsächlich mal was nachgucken. Aber eins dreht ab. Das sind meine. Vielleicht finden die da. Aber wir haben auch schon die Erfolgsmeldung gekriegt, ne? Von der Mission. Korrekt. Landet ihr auch auf Ras Al-Khaimah oder geht ihr zum Träger? Ich will da nicht so alleine rumstehen. Sind die Hauer weg? Ich glaube, der Stream ist noch in der Luft, aber den Waffles von dir habe ich noch gar nichts gehört. So verstanden? Wir können noch Ras fliegen. Ja, meine gehen stiften. Schade. Falschen Ziel anvisiert. Deine haben was gefunden. Sind nur ein bisschen zu früh ins Wasser reingeklatscht. Warum auch immer. Zwei haben wir aber jetzt hier gefunden. Und meine dümpeln da noch rum. AD. Ist nur 90 Kanal links.
Nein? Okay. Ja, dann fliegen wir doch auch mal nach Ras Al Khaimah. Was ist das denn? Hat das Ding da gar nicht? Ich flieg der Stumpf daher. Hat leider keinen Tag an. Probe Richtung 250. Und Tima, danke für dein Abo. So, wieder kein Niesen, so wieder was zu trinken. Ja, die Flotte wird jetzt auf jeden Fall von unseren Schiffen auseinandergenommen. Da steht gleich nicht mehr viel. Der eine steht schon, der andere versucht's noch. Haupt einfach mal ja. Gib einfach mal die Frequenz von dem Flughafen ein, die da unten drunter steht. 11360 und dann oben auf deinem Panel steht ADF, dann tust du das auf den Kanal switchen, den du gerade, wo du das eingegeben hast. Dann kriegst du so einen Pfeiler auf deinen Edges so einen kleinen Kreis, wo du hinfliegen musst. Okay, Sekunde. Ich will mir noch die zwei Raketen angucken. Kriegst du allerdings keine Entfernung oder sowas, nur die Peilung. Ja, der ist weg. So. Hast du gesagt, die Frequenz da eingeben. 11360. Probier das mal auf dem 305-Channel. Ja, mach mal. Und bei der Flugplatz, dann müsste eigentlich ja hier um 1 Uhr sein, oder nicht? In der Bucht. Ne, der ist etwas weiter inland. Der eine ist hier in der Bucht und der andere ist, kommt dann etwas inland. Und der Inland müsste Ras Al Khaimah sein, wenn mich nicht alles täuscht. Das da ist Ras Al Khaimah. Oder wir fliegen einfach, weil ich auf der Karte geschmult habe, 270. Ja, oder so, ne? So, dann drehe ich mal 270 ein und guck trotzdem mal nach, weil ich neugierig bin.
So, das gebe ich einfach bei den normalen Radio-Channels ein. Genau, ganz normal die Frequenz auf das zweite Funkgerät und dann den ADF-Schalter an der UFC links, den auf Kanal 2. Das müsste eigentlich gehen. Wenn ich jetzt wüsste, wo der ADF ist. Über dem Lautstärkeregler fürs linke Funkgerät. Also fürs erste. Danke. So, und jetzt soll er mir hier... Ah, da! Ja. Ich hab's gefunden, danke. Bitte. Einfach mal kein Tag an der Adresse. Ich kann mich ja auch an den ganzen gecrashten Flugzeugen da orientieren. Ich sehe da nämlich Rauch auf dem Boden. Aber nachdem ich das eingestellt habe, kann ich den Funkkanal nicht wieder wechseln, richtig? Glaube nicht, nein. Sonst ist er wieder weg. Kann ich ja gar nicht intern lästern, das ist ja scheiße. Passt dann aus. Ja bitte, danke. Mitte oben links. Ich muss da irgendwo einen Lautstärkeregler haben. Dein Gepiepe geht mir auf den Sack. Wo habe ich dich? So, warte. So. Oh. Macht Sinn. Macht erstaunlich viel Sinn. Ich würde ja winken, wenn ich könnte. Ja, ich kann noch rüberkommen. Soll ich Tür aufmachen? Dein Nummernschild ist dreckig. Ich werde die Bodencrew anscheißen, dass es sputzen soll. Mich deucht? Ich glaube, ich sehe Ras Al Khaimah. F30 tief. Dann gehen wir doch mal geschmeidig runter. Grad.
Frau Isar. So, dann. Ich hab's kaputt gemacht, mein Funk schreit. Wie blöd. Funk kaputt. Weil der Funk mir gerade ein Ohr abrauscht, dann war frei Schnauze. Hab ich? Es rauscht trotzdem. Rauscht und da drücken es aus. Altitude. Soll's rauschen. Jetzt auch egal. Wen haben wir denn da? Hallo Wutanet erstmal. Wir landen auf dem Field. Handys geht nicht vergessen. Habe ich an. Da kommen die Hornets. Flugzeug erstmal wieder anschalten, ja. Voilà. Jawohl. Guten Nacht, Jake. Wunderschön, Draka und von hinten. Schön hat das gemacht. Noch nicht mal abgesprochen.
Tschüss, Tracker. Tracker geht nicht hoch. Ich fahre eine Ehrenrunde. Warte mal, das war jetzt gerade kein Bug. Du bist hier wirklich durchgedriftet. Ja! Also ich hab das gesehen und ich dachte, das wäre jetzt irgendwie ein Bug bei mir. Nee, also er hat den einen Flügel, der ist futsch. Und deswegen habe ich ihn rollen lassen. Ich bin ein bisschen zu schnell reingekommen. Ich hab das gekauft, sag ich mal. Ob das was wird? Ich glaube nicht. Ja. Einfach bis auf den Boden drücken. Aber hey, ich bin schon in einer Parkposition. Also das war... Hättest du ein bisschen früher Gas gegeben, wäre gar nichts passiert. Dann hättest du sagen, ja, das können sie erklären. Ich weiß. Das sah gut aus. Ich glaube, ja. Ich hab auch gedacht, scheiße. Nee, ich bin ja nochmal durch, ich nochmal runtergeflogen. Das ist vernünftiger gewesen. Vor allem mit voller Bewaffnung. Ja, wenn dann richtig, hallo? Hatte hier irgendjemand Tech-View laufen? Ich leider nicht. Ich habe nämlich von hinten wahrscheinlich. Schlechte Neuigkeiten für unsere Hornet-Piloten. Keine unserer Harpoons ist angekommen. Die sind angekommen, haben aber nichts gemacht. Schön. Also ich habe die erste Hälfte der Mission habe ich versucht, so realistisch wie möglich zu spielen. Irgendwann war dann Smudo weg und alles war Chaos, dann habe ich doch mal geschummelt. Die ganzen Harpoons, die getroffen haben, sind einfach durch die Schiffe durch ins Wasser. Oh, schön. Angenehm, ja. Der Tech-View müsste ich drauf haben. Ich meine, das sieht jetzt auf dem Scoreboard gut aus für mich, aber ihr habt auch was getroffen, also. Es hatte mich ein wenig gewundert. Was tatsächlich aber geil war, irgendwie hat sich hier nichts für mich interessiert. Es scheint doch ganz geil zu sein, wenn man mit der Wicken relativ tief fliegt. Du warst ja nur 5 Fuß über dem Boden oder so. Haben sie gedacht, auf Schiffe schießen wir später noch? Ja, die Schiffe waren wichtig, die haben mich, glaube ich, zweimal runtergeholt. Ja, die waren schon sehr... Die haben es in sich gehabt. Also ich war nur in der Nähe der Schiffe, sehe so 6 Raketen auf mich zufliegen, so... Genau, so wie ich auch. Ich drehe dann mal besser ab. Also ich hatte Dauerpanik, weil ich habe ja in der Wegen kein anständiges RBR. Ich habe die ganze Zeit rausgeguckt und habe geschaut, ob irgendwo Raketen rumfliegen. Ich habe nur gehört. Oh je. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt munitionierst du dich mal in, wie hieß das Loch da, der eingenommene Flughafen ein. Munitionierst dich auf. Wir konnten das. Wir konnten da auch munitionieren. Okay. Und hatte dann auch munitioniert und beim Start ist dann ein Fahrwerk nicht mehr eingefahren. Das rechte Fahrwerk wollte nicht mehr einfahren. Hat er irgendwie keinen Bock mehr. Ja, in dem Fall war das dann erledigt und ich durfte hierher zurückfliegen und reparieren gehen. Ja, auch munitionieren konnte ich auch. Bei dem Anflug. War dann wieder hier. Und Waffel spawnt in mich rein. Ja gut, das ist ehrlich. Selbst schuld, wenn du in meinem Spawn stehst. Da kann ich hab mich einfach um einen verzählt, okay? Um einen. Ja, das Ergebnis kann man im Discord sehen. Ich bin zufällig gerade in dem Moment gelandet und dachte, ah ja, zeig mal. Wo ist es? Mit der Fliegermesse. Ja, die sehen wir nicht. Da dürfen die noch nicht rein. Oh. Müssen noch erst ihren Wert beweisen. Ja, das war witzig. Ich bin gerade gelandet, hab gesehen, wie eine A10 hochfliegt und dachte mir so, was machen die denn da? Ja, also ich stehe gerade, hab alle gerade Triebwerke runtergefahren, bin gerade repariert, steht noch so 60 Sekunden bis Reparatur fertig.
Sie so, pum, sie so ein Flügel von der anderen A10 so in mir drin. Ich so, oh nein. Ja, Kommunikation ist halt wichtig. Was kann ich dafür, wenn er auf meiner Parkposition steht? Wer hat denn da seine Triebwerke noch an? Ja, sorry. Sprit vergulden. Da hinten der Akku hier lang geschlittert ist, ey. Hier ist was los, ey. Das habe ich ja leider verpasst. So, aber ich finde das gerade richtig, richtig schade, dass eure Harpoons wirklich... Die haben getroffen, aber einfach nichts gemacht, ey. Wie scheiße ist das denn? DCS, ja, DCS-Dinge.